So, ich umarme Baumart Nummer 4. Und was ist es gewesen? Eine Kirsche. Und woran erkennt man es? Querstreifen. Querrissig. Nur die Kirsche hat so schön deutlich Querrissigkeitsstreifen. Und auch ein wichtiges Charakteristikum der Kirsche, sie hat fast immer, wenn wir jetzt hier mal dran hochgucken, bis zu einer gewissen Höhe keine Äste dran, beziehungsweise die Äste sind abgesägt, nennt sich Wertästung, macht man, damit das Holz dann wertvoller ist, habe ich an anderen Stellen schon erklärt. Aber bei der Kirsche kann man es fast schon als Bestimmungsmerkmal nehmen, weil wenn du Kirsche im Wald stehen hast, dann musst du da auch Äste absägen, sonst brauchst du gar nicht erst Kirsche im Wald stehen haben. Ne? So, interessant, Brombeeren, hier eine größere Hecke, da kann man auch, wenn man viel Glück hat, noch vereinzelt so restessbare Brombeerenreste finden, aber dafür sind wir schon zu spät im Jahr. Also anfangs Winter stehen die Chancen da noch erheblich besser. Ja. Wer macht da komische Geräusche? Mal abgesehen von dem Flieger. Ich kann jetzt nicht jedes Mal ein Flugzeug rausschneiden, dafür habe ich einfach zu wenig Zeit auch. Brombeerblätter würden sich noch für Tee eignen. Ich soll von verschiedenen Pflanzen Tee zubereiten, aber ist noch zu früh. Ich nehme jetzt hier keine Brombeerblätter mit. Normalerweise heißt es, was man hat, das hat man. Aber Brombeeren, ganz ehrlich, die gibt es überall. Da kommt es wirklich nicht drauf an. Das hier ist auch eine junge Douglasie. Die wäre jetzt schmackhafter als Tee. Da müsste ich sie aber kaputt machen. Und wenn ich das nicht muss, dann mache ich das auch nicht, weil ich habe da hinten ja auch Nadeln gefunden, ohne erst den Baum beschädigen zu müssen. Das ist also schon ganz gut. Streng genommen darf man Forstpflanzen auch gar nicht beschädigen. Klar, wenn du jetzt da einen einzelnen Zweig bei einer einzelnen Douglasie abschnippelst, das ist so lapidar. Aber es geht ums Prinzip und ich habe gesagt, so legal wie möglich. Ne? Und bisher bin ich noch 100% legal unterwegs. Nicht mal Grauzone, sondern absolut legal. So, wir nähern uns dem Weg. Jetzt weiß ich per Zufall, dass der hier relativ wenig beloffen ist. Was heißt per Zufall? Durch Wissen natürlich. Und kann mich, glaube ich, hier jetzt erstmal ein Stückchen auf dem Weg fortbewegen. Und erstmal ein bisschen Strecke zurücklegen. Und das heißt, warm. Muss mal überlegen, ob ich die Jacke ausziehe. Ich glaube, das mache ich ja. Das heißt jedenfalls, vorläufig. Ah ne, da vorne kommt noch eine interessante Sache. Und dann mache ich mal kurz Laberpause. Weil bisher bin ich ja am Durchlabern, seit ich losgelaufen bin. Ich habe echt viel Akku dabei, aber ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit labern kann. Das weiß ich nicht, also vom Akku her. Vom Mundwerk her geht das schon. So, Indiz, dass irgendwie die Landschaft etwas wasserreich sein könnte, sind natürlich auch solche Sachen hier. Ne? Beton verbaut, Gullideckel drin, Dohlendeckel, wie auch immer man das nennen möchte. Je nach Region heißen die, glaube ich, unterschiedlich. Ist schon mal verdächtig. Und das ist auch wirklich kein Zufall. Und wenn wir uns jetzt hier mal umgucken, ihr seht diese Schlucht, Wasser vermutlich, da nochmal so schluchtig, da hinten nochmal schluchtig, Wasser vermutlich, hier großes Abflussloch, Wasser vermutlich, da hinten tiefere Schlucht, geht da weiter. Nicht nur vermutlich Wasser, sondern das ist ganz klar ein Flussbett. Ja, also wenn man jetzt Wasser finden wollte, und man wäre verzweifelt, dann könnte man jetzt entweder Option A im Flussbett buddeln, weil da fließt nichts. Ah ja, doch, ein bisschen Feuchtigkeit ist sogar drin. Das ist selten. Aber da an der tiefsten Stelle, da steht sogar ein kleines bisschen Wasser. Da könnte man sich also ein paar Schluck irgendwie zusammen improvisieren. Ich habe zwar Durst, ich habe ein bisschen was getrunken, bevor ich los bin, aber gar nicht mal so viel. Hätte ich noch mehr trinken sollen. Ich bin total satt. Ich habe reichlich gegessen, aber nicht so viel getrunken. Das heißt, eine trockene Kehle hätte ich schon.
Ich weiß ja aber, dass ich noch an diversen anderen Wasserquellen vorbeikomme. Wüsste ich das jetzt nicht, würde ich jetzt da hin und mir da mitnehmen, was geht. Ist das eine sichere Wasserquelle? Nein, dafür führt sie zu wenig Wasser. Dafür ist das Wasser etwas zu sehr stehend. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, dass da zum Beispiel Cyanobakterien drin sind. Aber das Ding ist auch die ganze Zeit im Schatten. Das heißt, es ist suboptimale Wachstumsbedingungen für Cyanobakterien. Die brauchen schon nach Möglichkeit gut Licht. Dieses feuchte Klima da unten. Ja, ne? Also man könnte es zumindest mal versuchen oder als Notwasser mitnehmen, wenn man wirklich in Verzweiflung wäre. Dass es dann heißt, entweder trinke ich jetzt was oder gehe ich kaputt wegen Durst. Dann wäre das auf jeden Fall eine Option. Aber freiwillig, ohne Not, würde ich es nicht trinken. Ich würde es mir mitnehmen, ne? Also, und für Not aufheben. Ja, aber was man sonst noch machen kann, wenn da jetzt gar kein Wasser zu sehen wäre, wäre nach Wasser graben. Jetzt habe ich natürlich keine Schaufel oder ähnliches. Mit den Händen, blöde Idee, Verletzungsrisiko zu hoch. Man baut sich einen Grabestock, das mache ich nachher noch. Ich will mal gucken, ob ich noch ein paar Bärlauchzwiebeln ausbuddeln kann. Ich weiß nicht, ob das klappt, ja? Keine Garantie. Überhaupt nicht. Aber versuchen werde ich es nachher noch. Ja, oder man geht so lange den ausgetrockneten Bachlauf hoch, bis man zur Quelle kommt. Das muss auch nicht klappen, ja, das ist auch ein, 50-50 Chance, dass es da überhaupt eine oberirdisch austretende Quelle gibt. Kann auch sein, dass die Quelle unterirdisch ist und dann irgendwann, je nach Wasserstand der Region, der Bach hervorblubbert sozusagen, ja. Und wenn der Wasserstand niedrig ist, und das sind Flussbette, die sind fast immer ausgetrocknet, das weiß ich jetzt, sieht man aber auch daran, wie viel Laub drin liegt, dass der im Regelfall kein Wasser führt. Wenn das einer wäre, der nur kurzfristig ausgetrocknet wäre, dann wäre der nicht unten so voll mit allem möglichen Zeug, was da reingefallen ist, weil dann würde das ja regelmäßig abtransportiert werden. Also man kann auch ohne Ortskenntnis das durchaus korrekt interpretieren. Oh, und ich sehe gerade, ich bin doch nicht 100% legal unterwegs, weil da vorne ist der Weg gesperrt. Ich bin hier also auf dem gesperrten Weg unterwegs, eben weil die da hinten am Wasserdingens am Bauen sind. Konnte ich ja aber nicht wissen, weil ich ja querwaldein unterwegs bin und dann auch mal auf Wege komme an Stellen, wo die natürlich nicht gesperrt sind, weil man sich nicht die Mühe macht, den links und rechts über die komplette Länge abzusperren. Ne? Sowas ist dumm gelaufen, weil Querwald einlaufen ist ja nicht verboten. Und wenn du über eine große Strecke Querwald einläufst, dann kannst du natürlich auch wirklich auf Wege geraten, von denen du keine Ahnung hast, dass die irgendwo gesperrt sind. Das ist doof. Das ist rechtlich eine Grauzone. Ne? Da gibt es nicht wirklich eine Regelung zu. Ist das jetzt dann verboten? Ist das jetzt nicht verboten? Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber dazu gibt es auch keinerlei Urteile, weil das noch nie irgendwie geklagt worden wäre wegen sowas. Und deswegen kann man das einfach nicht so richtig sagen. Ich möchte also behaupten, ich bin nach wie vor 100% legal unterwegs. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wegweiser. Ne? Wegweiser sind natürlich auch dann noch da, wenn man sich in einer Survival-Situation befindet. Und im Grunde könnte man die schon benutzen. Macht für mich jetzt, die Notwendigkeit ist einfach nicht gegeben. Und wäre, ja gut, es hilft einem halt auch nur begrenzt weiter. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier eben im Wald möglichst ohne menschliche Infrastruktur oder zumindest fast ohne menschliche Infrastruktur zurechtkommen, dann hilft es mir auch nicht weiter zu wissen, dass es zur sonst wo Hütte oder zum Treischbachtal oder sonst wo in diese Richtung da geht. Ja? Bringt mir jetzt nicht wirklich was weiter. Was weiterbringen würde, ist mir bei einem realistischen Survival-Szenario, in dem man versucht, aus dem Wald rauszukommen, weil da zum Beispiel Bahnhof sonst was gerne mal angeschrieben steht. Ja? Und dann läuft man logischerweise zu Bahnhof sonst was und schwuppdiwupp ist man auch schon wieder in der Zivilisation. Ja, jetzt gehe ich wirklich mal ein paar Schritte ohne Kamera und ziehe die Jacke noch aus. So, hier hätte ich jetzt noch was Interessantes. Wir haben nämlich hier da drüben so diverse Schluchten, diverse Gräben, auch in der Richtung.
Da gibt es zum Beispiel noch einen großen, tief eingeschnittenen und so weiter und so fort. Sowas kann natürlich, wenn man jetzt sich mitten irgendwo im Nirgendwo befindet, ganz interessant sein, falls man in irgendeiner Form vielleicht was Größeres bauen möchte oder sowas. Ne? Dann hat man halt quasi schon einen Keller ausgehoben und kann sich dann in so einen Graben rein diverse Möglichkeiten, noch ganz guten Lager bauen. Könnte auch interessant sein, wenn man ein Feuerle machen will, das nicht gesehen werden möchte. Dann macht man es in so einem Graben. Dann hat man rundum zumindest mal Lichtschutz, ne? Dass das Licht nicht allzu weit entsprechend leuchtet, gerade wenn man nachts das Feuerle macht. Beim Feuermachen, das nicht aufgeklärt werden soll, ist ja immer interessant. Tagsüber sollte es nicht rauchen. Nachts sollte der Lichtschein nach Möglichkeit nicht allzu weit zu sehen sein. Wenn man also unbedingt aufgeklärt werden möchte, Notsignal zum Beispiel, dann wäre ein nächtliches Feuer auf einer Bergkuppe eine gute Idee, weil das sieht man möglichst weit. Ne? Und im Gegenteil, in irgendeiner Kuhle, in irgendeiner Mulde sieht man so wenig weit wie möglich. Klar, es gibt jetzt natürlich auch noch Feuerformen, die ein Feuer sowieso nochmal in einem Loch machen. Wer also ganz auf Nummer sicher gehen möchte, gräbt sich ein Loch, ein Dakota Firehole zum Beispiel, in so einen Graben, so eine Schlucht, so einen, wie auch immer man das nennen möchte, hohle Gasse. Und dann ist man natürlich auf der sehr, sehr sicheren Seite. Jetzt brauche ich aber gerade kein Feuer. Ich mache ja nur 24 Stunden, ne? Nicht immer. deswegen. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Wir gucken uns so einen Graben spaßeshalber mal noch ein bisschen an. Oh, guck mal hier. Hier wachsen Gallium-Derivate. Hier sowas. Das ist ja, das ist altes, ich bin mir nicht sicher. Das ist sau schwierig. Also was ich sagen kann, mit so einem querständigen Blättern ist das auf jeden Fall ein Gallium. Das heißt, es ist ein Waldmeisterverwandter. Problem, es fehlen andere Bestimmungsmerkmale, weil der schon ziemlich vertrocknet ist und quasi gerade am Verrecken. Das heißt, da ist auch nicht wirklich irgendwas Sinnvolles drin, was man noch essen könnte. Und es wäre halt das Risiko, ist es der richtige Waldmeister? Ist es das Waldkleblabkraut zum Beispiel? Und davon abgesehen, Waldmeister mag nach was schmecken, mag den Geschmack haben, der manche Leute attraktiv finden, aber roh einfach so aus dem Wald eine größere Menge futtern, A, bringt es nichts und B, das, was den Geschmack ausmacht, ist gleichzeitig was, was in höheren Mengen dann auch wieder gesundheitsschädlich ist. Das heißt, das Zeug ist begrenzt nützlich. Ja. Begrenzt bis gar nicht. Aber es ist ganz interessant, dass hier noch welcher rumsteht. So, und dann haben wir hier jetzt wieder so einen Graben entsprechend. Könnte man als solchen nutzen. Aber ich stehe hier deswegen, weil wir hier Bergahorn-Naturverjüngung haben. Hier überall stehen so Storzel-Bergahorn rum. Die sind natürlich jetzt interessant, wenn ich als Mensch, der nur minimales Werkzeug besitze, mir jetzt zum Beispiel einen Pfeil machen wollte. Oder irgendwie einen dünnen Stock für zum Beispiel dem Aushöhlen von einem dickeren Holunderstock. Um mir zum Beispiel einen hohlen Holunderzweig herzustellen, mit dem ich dann ohne Zivilisationshilfsmittel zumindest geringfügige Mengen an Wasser transportieren könnte. Super, super wenig, aber es geht. Und dann müsste man sich noch weitere hohle Holunderstücke ausstoßen, also das Ding als Stößel verwenden. Wenn ich nachher noch einen Holunder zeige, kann ich euch das mal zeigen. Ja, ne? Aber hier gibt es halt eben gerade Zweige in verschiedenen Dicken, einfach zu ernten, mit geringem Aufwand zu entasten, weil viele Seitenäste sind nicht dran. Das ist also eine gute Möglichkeit für sowas. Ne? Oder wenn man, ja, wie gesagt, Pfeile, leichte Wurfspieße, irgendwelche Teile eines Fischspießes, wo man vorne mit mehreren kleinen Ästen mehrere Spitzen dran machen möchte, damit der Fisch eben auch dran hängen bleibt. Für sowas in der Richtung, nicht, dass das besonders sinnvoll wäre, aber sowas in der Richtung könnte man das jetzt verwenden. Ne? Naturverjüngung allerdings kaputt machen, ist ganz, ganz böser Frevel und deswegen mache ich das natürlich wieder nicht. Davon abgesehen brauche ich jetzt auch gerade so einen Teil nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt in meiner aktuellen Situation damit anfangen kann und wüsste auch nicht, was ich später im Laufe des Tages damit noch anfangen kann. Klar, die Alternative, die sehen wir hier.
Hasel, wie immer hat Hasel, jeder gute Haselstrauch hat irgendwelche super geraden, super nach oben ragenden, in wunderbar verschiedenen Dicken, solche langen Ausläufer. Und die kann man sich natürlich runterschneiden und dann hätte man zum Beispiel jetzt einen wunderbaren Wanderstock. Es ist noch zu früh, aber als Zeltstange hätte ich nachher vielleicht schon ganz gerne Hasel. Also ich würde mir schon, einfach weil ich ein Messer habe, einen Haselstock irgendwann mal noch irgendwo rausschneiden. Die hier sind wunderbar, die hätten eine tolle Qualität, aber ich muss das Ganze auch mitschleppen. Und Hasel ist halt einfach keine Ressource, bei der man sich Sorgen machen muss, dass man nur den einen findet und sonst weiter keine mehr. Kommt da hinten jemand? Ist das ein Mensch? Ja, ich glaube schon. Hat aber noch genug Abstand. Ich kann noch ein paar Meter auf dem Weg weiterlaufen. Genau. Da vorne kommt auch eine größere Kreuzung. Ups. Da besteht auch eine höhere Chance, dass ich auf Spaziergänger treffe. Und ich will dann links abbiegen quasi, beziehungsweise im Wald daneben links abbiegen. Und das Tal hier hoch. Das ist recht beliebt bei Wanderern. Da muss ich also wegen den Zombies etwas vorsichtig sein. Aber bisher bin ich noch kein Zombie, also hat mich kein Zombie erwischt. Bisher. Je später es wird, desto geringer die Personenzahl im Wald. Das heißt, heute Abend ist das dann sowieso kein Thema mehr. Aha. Ja, da drüben noch eine Waldwiese. Nicht weiter interessant gerade. Wieder Brombeeren, Tannen. Tannen hatten wir noch nicht. Soll ich sie umarmen? Nee, ich umarme irgendwas anderes nachher. ja. Also alles im grünen Bereich. Nichts Besonderes hier gerade zu finden. Ich mache mal wieder aus. So, hier habe ich Reste gefunden von schon mal jemand, der versucht hat, hier zu überleben. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Nur noch kleine Mauerrestchen vorhanden. Also muss ich sagen, bin ich besser, weil ich lebe noch. Nee, das sind Baracken von einem Teil der Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier aus irgendwelchen Gründen Baracken gehabt haben, hier eine Zeit lang stationiert gewesen sind. Sie haben in der Nähe auch ein paar Flakbunker errichtet. Vermutlich waren sie deswegen da, um halt eben ein paar Flakbunker zu errichten. Zumindest hat man mir mal erzählt, es seien Flakbunker. Alter Mensch hat das mal gemeint. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ist das hier für mich in irgendeiner Form nützlich? Jetzt hier so eine Kuhle. Die da zum Beispiel. Könnte ich damit was anfangen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, klar, man wäre jetzt, wenn der große Wind gehen würde, wäre man da drin immerhin mal ein bisschen windgeschützt. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Weil ist doch tief genug. Und gerade wenn man sich da hinten dieses Mauernischlein kauert, dann hat man hinten zum Rücken hin ordentlichen Windschutz. Man könnte sich dann noch ein Feuerchen vor der Mauernische machen, könnte den Stein der Mauer quasi als Hitzereflektor verwenden. Außerdem, wenn der mal heiß ist, dann ist der mal heiß. Der würde also durchaus einen Teil der Nacht noch Wärme reflektieren, Wärme abgeben, und da hätte man zumindest mal ein relativ warmes Sitzplätzchen, und wenn man kurz genug ist, kann man sich da logischerweise auch hinlegen und hätte da dann auch ein, ich denke mal, relativ warmes Liegeplätzchen. Ist natürlich nicht legal, aber wäre ein Thema, wäre wirklich ein Thema. Also da könnte man jetzt, ich brauche noch keinen Schlafplatz natürlich, aber könnte man ernsthaft drüber nachdenken, ob man sowas dann nicht als Schlafplatz nimmt, auch wenn man kein Feuer macht, so generell einfach als windgeschütztes Fleckchen, sich da dann trotzdem noch irgendwie mit einer Plane zusätzlich absichern, wäre ein Thema, ne? Weniger gut sind die Mauerreste hier, da wüsste ich jetzt nicht, was ich damit anfangen sollte. Man kann natürlich jetzt auch wieder für langfristige Survival-Vorhaben sich hier vielleicht sogar ein paar Ziegel rausbrechen, je nachdem wie, ach, ziemlich solide, wie solide die sind, zu solide, aber eine Option wäre es gewesen, dass man sich das zumindest mal anguckt und schaut, ob man sich da ein paar Ziegelchen rausbrechen könnte, dann hätte man Ziegel, ja, man könnte sich seine eigene Wand, was weiß ich wo, hochziehen. Nur so als Überlegung. So, ich laufe jetzt hier runter ins Tal. Das mache ich deswegen, weil ich Durst habe, schlicht und ergreifend. Und
weil ich mal gucken will, ob ich da nicht vielleicht eventuell noch irgendwas anderes Interessantes entlang des Weges finde. Hier umgestürzter Baum, praktisch für Brennholz, weil wenn der da schon eine Weile liegt, und das scheint er zu tun, dann sind die Äste hier, insbesondere die, die schön weit weg vom Boden sind, erheblich trockener als das Zeug, was am Boden direkt rumliegt. Der feuchteste Ort am Wald. Im Wald ist immer direkt auf dem Waldboden und ja, ist schon zu sehr vergammelt und hat auch zu viel Feuchtigkeit von oben abbekommen. Ist also durchaus größtenteils nass, aber man könnte ein paar trockene Zweige hier sicherlich finden. Ja, der hier wäre zum Beispiel super Brennholz. Ja, der knackt schön, schön trocken. Generell der da. Und sonst Kirschenholz, es vergammelt halt schnell. Hier kann man zum Beispiel sogar sehen, an dem Weißen da, ich hoffe, das stellt die Kamera scharf, das kann ich ja nicht überprüfen, dass der schon ziemlich hinüber ist. Ja, und hier sieht man ziemlich feucht im Inneren, da hat schon ein Fäulnisprozess eingesetzt. Dafür waren die letzten Tage, Wochen einfach zu feucht, zu Dauerniederschlag geprägt, dass ich jetzt hier nennenswert was Trockenes abgreifen könnte. Wenn das bei den dickeren Sachen nicht geht, dann kann man allerdings immer noch an die Spitzen gehen und da findet man dann meistens wirklich was Trockenes. Sehr, sehr trocken. Kirsche ist jetzt kein besonders dolles Brennholz, aber so als Zundermaterial zum Anfeuern von einem Feuerchen wäre das hier jetzt definitiv ein Thema. Das könnte man schon nehmen. So, ich schleiche weiter und finde nix. Muss auch mal sein. Oh, hier, das ist auch immer ein gefundenes Fressen. Könnt ihr gar nicht sehen, jetzt seht ihr es. Hier sowas da, ne? Also gesplittert. Und dann sind natürlich hier solche fast schon brettartigen Strukturen, die da rausragen. Und da kann man sich jetzt, auch wenn man kein Werkzeug hat, so wie ich, relativ gut was rausbrechen, was A, hervorragendes Brennholz ist, furztrocken. Und B, könnte ich mir jetzt hier draus zum Beispiel einfach ein alternatives Holzmesser schnitzen. Ich mache hier zum Beispiel den Griff, mache ich mir rund, mache mir da vorne eine Klinge ran, schneide ich mir ran. Dann hätte ich ein einfaches Haumesser, um zumindest ein bisschen, wenn jetzt Sommer wäre beispielsweise, Brennnesseln. Ach, oh, hoppla, da hat sich gerade der Steppenzepter verkürzt. Aber um im Sommer zum Beispiel Brennnesseln abzuschlagen, ja? Oder Springkraut. Oder sich einfach einen Weg durchs Dickicht, wenn immer das mal sein sollte, so ein bisschen zu bahnen. Dafür ist das Ding nicht schwer genug, aber in die Richtung geht's. Ja? Das ist natürlich nicht perfekt, aber ja, oder halt als super Brennholz. Ich würde es fast mitnehmen wollen, also man kann sich da noch mehr rausbrechen. Aber ich muss es alles schleppen und bin noch weit, weit weg von meinem potenziellen Lagerplatz. Deswegen kann ich da jetzt noch nichts mit anfangen aktuell. So, jetzt sitzt die Kamera auch wieder richtig. Aber ja, wenn man lang genug sucht, dann kann man also durchaus Holzstrukturen finden, die man für vieles nutzen kann, auch wenn man nicht ein 5 Kilo Survival-Messer für 6.000 Euro oder sonst was dabei hat und dass das das Einzige ist, mit dem man draußen überleben kann. Nur mit so einem Messer hat man eine Chance. Ja gut, langfristig gesehen ist das natürlich ein tolles Werkzeug, ja, so ein brachiales Messer, mit dem man allen möglichen Krempel machen kann. Auch einen dünnen Baum fällen, hier sowas da, kriegt man mit so einem Ding durch. Aber ja, notwendig, weiß ich nicht. Und ich meine, realistisches Survival heißt ja auch, dass man plötzlich in so eine Situation reingeschmissen wird und dann hat man zumindest in Deutschland mit Sicherheit nicht irgend so ein brachiales, krasses Mördermesser am Gürtel hängen. Das ist doch eher unwahrscheinlich. Und es auch den ganzen Tag im Rucksack mit sich rumzuschleifen. Das Ding wiegt ja eine Tonne. Ich weiß auch nicht, ob man dazu dann Bock hätte. Aber gut, muss jeder seine Meinung dazu haben. Natürlich ein richtiges Taschenmesser könnte man jetzt schon auch dabei haben. Und nicht nur mein Putzeldingens. Deswegen ist das nur mitführen von diesem Futzelmesser, was ich jetzt habe, fast schon unterausgerüstet.
Frauenhaarmoos. Ist jetzt hier sehr feucht. So feucht, dass man da sogar vermutlich, nein, reicht nicht ganz. Also zum Wasser rauspressen reicht es nicht. Aber es ist auf jeden Fall feucht genug, dass man jetzt da drauf im schlimmsten Fall wirklich rumlutschen könnte. Natürlich ist das nicht lecker, führt dem Körper aber auch eine gewisse Feuchtigkeit zu und ist harmlos. Ja, selbst wenn man hier noch ein bisschen was von dem Boden mit ins Maul bekommt, ist völlig harmlos. Da kann einem nichts passieren, da ist nichts giftig, kein gar nichts, nichts gar nichts. Und ja, wäre theoretisch eine Option, wenn wir nicht im Winter wären, in einer grundsätzlich winterfeuchten Landschaft, in der es einfach blödsinnig wäre im Winter. Und das haben mir ein paar Leute auch auf Aufgabe aufgeschrieben. Das meine ich jetzt nicht böse, ne? Und das ist ja auch eine interessante Aufgabe, aber im Winter ist es echt völlig unsinnig, mit irgendwelchen Wassergewinnungstechniken rumzuspielen. Außer Oberflächenwasser, weil im Winter findet man Oberflächenwasser. Wenn man im Winter kein Oberflächenwasser findet, dann ist man wirklich selten dämlich. Und deswegen macht das einfach nicht so sehr Sinn. Aber die effizienteste Methode, unabhängig von dem Oberflächengewässer, an Wasser ranzukommen im Winter, ist vermutlich morgens mit irgendwelchen Klamotten, die man nicht unbedingt braucht, sofern man welche hat, die man sich um die Beine wickelt, durch eine möglichst hohe Wiese oder eine möglichst hohe Vegetationsschicht zu latschen. Dann saugen sich die voll, dann bringt man die aus oder man wickelt sich noch besser um die Füße. Ja, das muss ja wirklich in der Vegetation drin sein und die ist im Winter ja nicht besonders hoch. Und bringt das aus in irgendein Gefäß, Plastiktüte in meinem Fall, und hat dann ein paar Tropfen Wasser und das macht man dann halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann hat man dann ein paar Schluck Wasser zusammen. Aber wie gesagt, im Winter macht das keinen Sinn. Angenommen zum Beispiel da diese Pfütze, ne, könnte man daraus was trinken. Die ist etwas schlammig, aber ja, die Chance, dass ich jetzt da drin in diesem Winterhalbjahr irgendwelche Bakterien eingefunden haben, die für einen krankheitserregend wären. Ich meine, wo sollen die herkommen? Ja, das ist eine Pfütze mitten im Wald. Wo soll jetzt hier ein humanpathogener Keim herkommen? Hat jemand reingepinkelt? Das könnte sein. Ist das wahrscheinlich? Nein. Ja, und das sind dann halt so Restrisikos. Restrisiken, genau genommen. Oh, Müll. Da bin ich jetzt aber überrascht. Erster Müll, den ich gefunden habe. Was ist das denn? Tatsächlich. Krass. Okay, so viel Glück muss man erstmal haben. Nitril-Einweghandschuhe, glaube ich. Mhm. Ja, tatsächlich. Ja, also theoretisch, das sollte man wirklich nicht im Wald liegen lassen, hätte ich hiermit jetzt wunderbar was gefunden. Krass. Zum Wassertransport. In größeren Mengen kann man ja in fast jeden dieser Handschuhe, sofern er noch dicht ist, welches reinmachen. Ich nehme die jetzt natürlich mit, weil ich jetzt hier den Müll nicht unbedingt liegen lassen möchte. Bis zur nächsten möglichen Ablagerungsstation. Weil, was ich auch nicht möchte, ist jetzt 24 Stunden mit dem Müll rumlaufen. Ich lege mir den irgendwo hin, wo ich ihn wieder einsammeln kann. Ich komme hier oft vorbei. Dann nehme ich einen anderen Mal, nämlich dann noch gänzlich raus aus dem Wald. Aber hier so mitten im Bestand muss das jetzt echt nicht rumliegen. Aber wer lässt denn sowas liegen? Seltsam, seltsam. Oh, da haben wir auch noch mal was Interessantes da hinten. Hier übrigens besagte hohe Vegetation. Ja? Also sowas wäre in den Morgenstunden durchaus eine Option, um sich Fußlappen nass zu machen. Und dann, Hochsitz. Ich gehe noch kurz zum Hochsitz zum Müll ablegen. Da finde ich ihn entweder wieder oder derjenige, der dann hoffentlich da mal hin und wieder vorbeikommt und auch geneigt ist, Müll mit nach Hause zu nehmen. Hat da jetzt gerade mehr Kapazitäten zu als ich. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich jetzt da so einen Lappen um die Füße wickeln würde, dann wäre da auf so einem kleinen Lichtdüngle durchaus eine Option gegeben, um... Oh, Specht! Wasser zu sammeln. Matsch. Natürlich Tierspuren, ne? Wildsau. Ja, jede Menge Wildsau.
Tierspuren von was anderem muss ich dann noch suchen. Das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.